Hallo Kinder, wollt ihr wissen, wie Kreis Industries entstanden ist? Na dann passt mal gut auf, ihr Idioten! Im Untergrundlabor, in der Kackerschwengelschlucht, hat ein dicker Mann mit Glatze Genitalien untersucht. Er forscht auch in Muskeln, Nippel und noch vieles mehr. Kein Finger reinzustecken fiel ihm schwer. Das hat man zumindest so hinterher der Versicherung erzählt. Ich sagte, Kreis, steck doch das Ding nicht in den Kloner rein. Doch Kreis sagte, nur Tiere mit Menschen schwängeln müssen sein. Er drückt auf den Knopf und von hier gibt's kein Zurück. Und so entstand Kreis Industries zum Glück. Und das war die Entstehungsgeschichte der besten Firma der Welt. Und jetzt schön liken und abonnieren, ihr Idioten. Du sag mal, Kreis, warum sind hier so viele Augen? Ich meine, immer in die Augen. Jetzt, ja, aber findest du das nicht, dass es reicht? Ich meine, wir haben jetzt so viel Augenkram. Also wir müssen ja nicht alles mit Augen zumüllen. Ich habe das männliche Geschlechtsteil umformiert. Nun haben die Bällchen Augen extra. Warum sollte man sowas tun? Damit man immer Übersicht hat über das, was in seiner Hose stattfindet. Jeder Mensch braucht das. Weißt du, was in deiner Hose gerade stattfindet? Ja, natürlich, klar. Woher willst du das wissen, wenn du es nicht sehen kannst? Ich kann es sehen. Nee, das geht nicht. Ich guck einfach runter und sehe, aha, okay, cool, da ist... Ja, da siehst du nicht mit Bohnen. In die Hose. Da siehst du nicht in die Hose. Du das kannst geht Hosen darum, aufmachen. Du... Das ist dir schon bewusst, dass man die einfach aufmachen ja, kann und dann kannst du reingucken. Ja, aber man von Welt sagt, auf einmal in U-Bahn stehst du und denkst, oh, was das? Könnte Ratte sein, könnte Schlange sein. Wieso solltest du eine Ratte oder eine Schlange plötzlich in deiner Hose haben? Weil in der U-Bahn Dinge passieren, auch Tauben. Was, wenn Taube drin ist? Wie oft hat sich eine Taube in deine Hose verirrt? Wie oft hast du gesagt, oh nee, ich habe eine Taube in meiner Hose? Mindestens 6 Mal. Aber die hast du wahrscheinlich reingesteckt. Es geht um die Anzahl und die ist mindestens 6 Mal. Wie die da reingekommen ist, ist auch erstmal völlig irrelevant. Ach, so. Wir müssen hier Gel aus der Pilzwelt rausschubbern. Kommen wir da unterwegs an meiner Leiche vorbei? Ich muss meine Leiche abholen, die ist da unten. Hä? Wo bin ich gestorben? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach da, im Dings. Im Dingeltal. Du immer in deinem Dingeldoingloingtal. Im Dingeltal. Mein Dingeltal. Langen wir doch an mein Dingeltal. Da könnte ich vielleicht mit der Bahn hinfahren ins Dingeltal, oder? Ich überlege gerade, ob ich nochmal ganz schnell gucken sollte, ob irgendwo noch ein Robo ist. Andererseits, nee, ich muss ins Dingeltal. Da, wo du gesagt hast, wo man angeln kann, kommen wir da nicht auch mit der Bahn hin? Nee, da läufst du ganz normal hin, wenn du zum Kaskadenaufzug gehst. Ja, aber da können wir doch auch mit der Bahn hinfahren, oder nicht? Das ist total unnötig, du bist ja sofort da. Wir haben doch hier die Abkürzung offen. Du läufst einfach jetzt hier durch, da runter, ja, da ist mal, es aber doch wenn schon. Jetzt, wenn jetzt ja, dann nimm halt die Bahn, wir gucken, wer schneller da mit ist. Mit der Bahn fahren? Nee, jetzt bin ich ja schon unterwegs. Aber ich sag dir, wie es ist. Das hier ist schneller. So, jetzt muss einfach hier runterlaufen. Am Manschmann vorbei. Putz. Da ist schon das Aquarium. Vielleicht ist ja wieder der Roboter da. Vielleicht haben wir ja Glück, aber ich glaube nicht, oder? So schnell spawnt der nicht. Ich weiß nicht, sie hat vorhin eine Durchsage gemacht, aber... Weiß nicht, ob alle Roboter sind wie... Oh, der ist wieder da. Und er ist direkt auf Hass gebürstet. Er sagt direkt, ich will Krawallo. Julius Krawallowitsch. Der Roboterbefruchter. Der Roboterbelästiger. Oh, oh, oh. Ich musste weg. Er will dich, ne? Ja, aber er steht ja direkt vor meinen Sachen, dann kann ich die nicht looten. Ich versuche ihn ja gerade auf mich zu triggern, aber er sagt, ich nix machen die Trigger. Oh, jetzt kämpft er gegen den kleinen Igel da. Sehr gut. Aber jetzt hat er wieder gesagt, ich möchte Kreis Sachen. Ah. Die riechen immer so merkwürdig nach. Nach Toilette. Die riechen immer so merkwürdig nach Poolwasser. Nach altem Poolwasser. Wie riecht es denn so bei Kreis zu Hause? Ah, wie so ein alter Pool. Wie ein alter Chlorsumpf. Ein alter Chlorsumpf. So, wo ist das Ding? Da drüben. Jetzt kann ich
einmal diese Exo-Depoletten machen. Ja gut, dann können wir jetzt aber auch gleich hier zur Kaskadenabteilung. Aber sind die so, sollen wir nicht lieber das andere Ding bauen? Brauchen wir die nicht noch für das andere Teil? Für was anderes Teil? Oder brauchen wir die nicht mehr für das andere? Ein Röntgenstrahlding. Achso. Ja. Aber im Moment, ich glaube, eins reicht. Wenn du sagst, ich bin der große Röntgenmeister. Ich kann hier nicht übers Geländer springen. Und untersuche die Geschlechter ferner Predator-artiger Aliens. Es ist wichtig. Es ist, weißt du, meine Arbeit wird immer extrem unterschätzt. Alle lachen, aber eigentlich ist es super wichtig, ne? Ja. Hier ist dieses Partikel. Oh, ist mein Jowler im Mund. Viel zu wenig Jowler in meinen Backentaschen. Wo gehst du denn jetzt hin? Baust du jetzt das Ding zu Hause? Nee. Ich bin hier an dem Snackautomaten, wo die zwei Wissenschaftler stehen. Weil ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal in Dimension Schmelz. In die Shroom-Dimension. Und ja, ernten dort Shroom. Dafür müssen wir nämlich wieder in den C-Block. Yo, C-Block, hast du noch ein bisschen Bricks am Start? C-Block Bricks sein Weed voll hart. C-Blocks Zeug hat Baller. Hat gut gebatscht, aber ist ein bisschen gebatscht. Das war ein Schluck aus der schwarzen Dose. Ah, es batscht. Das ist die schwarze Dose, Alter. Ja, da batscht's richtig, wenn man daraus schlabbert. Da hinten ist immer noch Jumbo. Die Riesenpygmäe drin, ne? Jumbo, die Riesenpygmäe? Unten bei den Galapagos. Ach, damals, als ich noch Hamsterbürger auf den Galapagos-Inseln war, ja. Ey, das war richtig nice. Ja, du hattest. Ich muss auch sagen, keiner hat so gut Hamster gechoked wie du. Da warst du echt eine Koryphäe. Ja. Oh, das sieht dein Anzug aus, ne? Du weißt. Perhaps I'm getting a little too endothermic. Oh, die schleckern dich. Komm nicht hoch. Trink erstmal ein Fizzbang. I was not made for this heat. Alter, was hast du da reingeschüttet? Es ist halt sehr heiß, deswegen musste ich kotzen. Ich komm da nicht hoch. Keine Ahnung, ich komm nicht hoch. I must. It's so hot. Jetzt. Ich werd immer losgelassen. Kurz vorm finalen Schleck. Ja, du musst auch kotzen, ne? Ja. Ist das Hitzekotz? Das ist Hitzekotz, ja. Guck mal, hier ist eins. Ja, das brauchen wir. 10 Stück. Wir hatten doch noch 4 oder so. Stimmt, 4 haben wir noch. Hatten wir noch. Ich weiß nicht, ob es 4 waren, aber wir hatten noch ein paar. Was hast du denn da gefunden? Seilpflanzensamen. Das sah aus wie so eine Hämorrhoide. Das war auch eine Hämorrhoide von der Seilpflanze halt. Das sind Tiere, die sehr krass leiden. Die Seilpflanzengattung. Eine Seilpflanzenpygmäe habe ich gefunden. Seilpflanzenpygmäe. Pygmäe ist halt auch so ein Wort, ne? Ja. Ist da nochmal. Da drüben sehe ich auch noch Gu. Ich habe ein bisschen Gu. Leider geben die immer nur ein Gu, ne? Geben immer nur ein Gu und sagen: Du bist nicht der König vom Gu. Du bist nicht Shushu, Mr. Gu. Hä? Warum ist hier ein Jump Pad? Das muss doch. Jimmy Smarter ist. Was, wie ging es? Jimmy Carter ist smarter, aber Scooby-Doo ist Shushu, oder was hat er nochmal gesagt? Ja, Scooby-Doo ist ziemlich Shushu, aber Jimmy Carter ist smarter. I have to get cool. Einfach sammeln, ne? Die Dinger, wenn du welche findest, und dann teleportieren wir es hier weg. Boah, hier ist so ein Pilzding. Alter, da unten ist so richtige. Das habe ich ja noch nie gesehen, das Ding. Wie kommen wir denn da hin? Da ist ein Labor. Wie, da ist ein Labor? Da ist ein Labor und da ist voll viel Anversum-Gel. Alter, da müssen wir hin. Geht denn das? Wo bist denn du? Ich bin ungefähr da, wo du gerade gesagt hast, ich habe noch ein Gel gefunden. Da müssen wir da lang. Also erst. Ach du
Kacke, wie kommen wir denn da hin? Oh, ich hab mein Bein verletzt. Bis hier über den See dann drüber, glaube ich, ne, oder? Irgendwie, ich jump da halt auf den Pilzen rum. Aua. Und suche das Gel. Och, Jellek, Beinverletzung. Ah, ich sehe dich da unten. Bist du gestorben? Nee, ich brenne aber irgendwie oder so. Hast du irgendwas für eine Beinverletzung dabei? Ja. It's so hot. Hier bin ich, dreh ich rum. Ich steh hinter dir. Ach so. Warte. Alter. Aus mir sprudelt alles raus, ja. So, wir müssen dahin. In die Richtung, wo ich jetzt schaue, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen hier über diese Kante irgendwie zu diesem Pilz kommen hier. Oh, das wird aber schwer, du. Aber können wir da nicht von... No, ich hab's verkackt. Ich bin tot. Alter. Das ist doch direkt runterspringen. Ja, nee. Wir können doch auch unten rumgehen, oder nicht? Ich hab doch hier diesen Superboost und wollte einfach da mich hochboosteln. Aber irgendwie hat er nicht reagiert beim Absprung. I was not made for this heat. Ich bin unterwegs. Alles gut. I'm dying. It's so hot. Alter, ich habe irgendwie jetzt eine Lungenentzündung auch noch. Weil es so heiß ist? Nee, weil mich dieses Tier mit den Sporen da irgendwie... Achso, ja, das ist... Ich hab meinen Beutel. Ich bin eigentlich an meinem Beutel dran. Du musst unten rum am besten. Der alte Weg sozusagen. Meinst du da durch diesen Canyon, ne? Durch dieses Graben? Ja, ja. Boah, ich kotze schon wieder. Antesaft. Hä, wo ist mein Trinken? Das weiß ich nicht. Wo ist meine Wasserflasche hin? Oh nein, habe ich die wieder irgendwo gelagert wahrscheinlich wegen... Okay, ich bin jetzt hier unten rum, aber wie kommt man denn hier wieder hoch? Da gab es doch dieses eine Jump-Pad da in der kleinen Ecke. Ach ja, ja, das, wo man so schnell übersehen kann. So, ich bin... Oh, ich fliege und fliege und fliege, aber ich bin hier. Jetzt müssen wir nämlich hier lang. Kommen Sie mit. Hier hin. Das habe ich nämlich da aus der Ferne gesehen. Guck mal, hier habe ich schon wieder ein Jello. Und jetzt hier unten lang. Guck mal, da wie viel Jello hier ist. Das ist Teil der Jellos. Alter, was ist das für ein Super Jello, Mann? Boah. Jetzt habe ich auch schon wieder ein gebrochenes Jellowitch. Da steht auch noch ein Jello-Führer drin. Hier war auf jeden Fall viel Jello jetzt. Da nichts drin. Schade, sah aus der Ferne irgendwie interessanter aus. Aber wir haben jetzt viel Jello. I have to get cool. Ich habe 6 Jello, ja. Ich habe 3 Jello. Dann ein bisschen Jello hatten wir noch und 10 brauchten wir nur, ne? Dann können wir uns hier raus verjellen, oder? Oder gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Weiß ich nicht. Da hinten ist halt noch ein Jello. Hier ist auch noch ein Jello. Nehmen alle mit, ich meine, kann man immer brauchen wahrscheinlich. Ja gut, ich darf halt jetzt nur nicht sterben, ne? Weil ich sonst den doppelten Tod sterbe. Dann musst du dich raus... teleportieren am besten. Hier noch ein Jello mitgenommen. Boah, ich hab mir eben gerade. Ich verbrenne mir hier die Füße, weil man hier an der Kante nicht hochkommt. I have to get cool. Hier war so eine Kakerlake, die hat die Leiche angefasst. Oh Mann. Oh. Oh. Ah, ich mach einen Abflug. Ah. Boah, hier ist nochmal so ein dicker Pilzburger McJohnny. Oh, es liegt etwas in der Luft.
Sei heute Nacht vorsichtig und nicht ganz so geil wie sonst. Sei nicht so geil heute Nacht. Halt deine Finger besser bei dir. Geilowitz McSchwengel. Geilowitz mit Schwengelbart. Ja, mit der Tentakelnase. Nur echt mit der Tentakelnase. Nein. Nur echt mit Dammschorf. Ach, drauf gepupst. Ich schlapp jetzt mal los und. Ich bin tot hier gelandet. Guck dir das an. Warum? Ach, bist, hast du in der Luft oder was? Ja. Ich hab in der Luft mich teleportiert. Wo ist mein Beidel? Weiß ich nicht. Weil ich lag hier. Jetzt sag nicht, der ist noch drü. Echt jetzt? Jetzt sag nicht, der ist in der Dimension. Du siehst doch den Totenkopf, oder nicht? Irgendwo da hinten, ja. Blood sugar falling. Oh, es ist räudig. Jetzt kann ich eine Dimension dappen. Ich finde auch irgendwie, dass diese Wellen bei Nacht überhaupt nicht wirklich bedrohlich sind, weil da zwei Gegner kommen, so, ne? Für was sollte man dann die ganzen Fallen und alles bauen? Ja. So. Boah, wenn ich meine Funguskappe reparieren will, brauche ich Biostoff. Ich hab nochmal so viel Biostoff. Wo ist das alles hin? Where did all the bio go? Na gut, ich gehe jetzt nochmal in die Anderswelt, wenn es überhaupt... Ist es in der Anderswelt? Ich werde es gleich rausfinden. Boah, und wenn, ist es ja ganz am Ende der Anderswelt. Oh, ist das unfair. Aber wir können Antithermit bauen. Also ich habe genug, wir hätten genug hier. Ich habe noch viel gesammelt. Ja, ich muss ja trotzdem meinen Beutel da rausfischen. Da war nämlich ich ja brauch noch... Ich brauche schon dauerhaft diese... Deswegen brauchen wir diese Exo-Dinger. Dann haben wir nicht mehr diesen Fall-Damage. Exolatschen sind halt wichtig, sagen die Kinder. Jetzt öffnen sich hier wieder diese Portale. Haben wir nicht durch unsere Werkbank so einen Portalschutz? Nee, ich glaube, den haben wir noch nicht gebaut. Ich glaube, das war das letzte Upgrade, was wir noch nicht hatten. Ich glaube, sonst hatten wir alles. Du kannst ja gucken. Siehst du es ja. Ja, aber damit sind dann die Fallen ja eh völlig egal. Weil du hast ja dann keine nächtlichen Besuche mehr, ne? Nö. So, ich habe jetzt erstmal einen Antithermit gebaut und es Erbsen. Wusstest du, dass man die Erbsen von dem Sicherheitsmann klauen kann? Kann man? Ja. Gibt's irgendwie einen Trick, ja, gibt's ein spielgewollter Trick. Ich weiß gar nicht, ist da überhaupt meine Leiche, wo ich jetzt hingehe? Ich jetzt nochmal in die Dimension, aber jetzt sehe ich den Totenschädel gar nicht mehr. Und wir müssen halt noch die letzten Teleports ja auch noch irgendwie offen. Ja doch, meine Leiche ist hier drin. Ah, Schmutz, Alter. Und hast du deinen Teleporter wieder aufgeladen vorher? Ja. Boah, die ist auch noch wirklich ganz oben. Kurz vor dem Finale quasi dieses Dings. Ich bin wirklich komplett einmal da hoch, weil ich gedacht habe, ja, hole ich noch den Rest Juice. Wer weiß, wann da wieder richtig ist. No Juice. Aber dann wurde ich Anti-Juice. Jetzt muss ich erstmal hier schön Fenster aufmachen, Alter, sonst ist er stickig. What? Ey, Viecher teleportieren sich einfach hier zu mir rein. Das können die? Oh, wieder eine Bein... Ich brauche diese Schiene. Ich brauche sowas von dieser Schiene, Alter. Ohne Schiene keine sexy Biene.
hier über das Ding. Boah, ist der penetrant. Was ist denn mit dem los? Uff. Interessanterweise bekommst du ja keinen Schaden, wenn du über die Pads da springst, ne? Naja. Wenn du auf, nee, die Pads sind ja, ja gut, die sind extra dafür gemacht. Dann wirst du Damage verschont. Also hier sind jetzt die ganze Zeit die Dings, aber es ist 19 Uhr, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin eigentlich bereit, aber es kommt, passiert nichts. Ah, ach so, die wollen ich dich meine nicht. Waffen noch aufladen. Die sagen, du nicht so attraktiv. Deswegen, ich glaube, ich gehe lieber drüben bei Camp Blondlocker. Hey, Camp Schweden Mike. Der Camp Schweden Mike. Der Saisonbürger. Er wirkt nicht immer, aber dann, wenn Würgesaison, dann du wirst dich nachts übergeben und weißt. Er macht nur zu bestimmter Jahreszeit Wogi Wogi. Er sagt immer, ich habe kleinen, aber riecht wie ein großer. Das Klein riecht aber wie ganzer Pferdestall. So, ich bin bei meiner Tasche. Wo die gelandet ist. Babuts. Ist da noch irgendwo ein wenig Jellek? Nee. So, ist bitte guck dich nicht also, um. Ich habe ja ein Anti-Termit gebaut jetzt. Ja, Werkbank-Upgrades. Portal-Unterdrückungsfeld. Doch, diese Werkbank wird alle Portalstürme unterdrücken und verhindert, dass sie in ihrer Nähe stattfinden. Nicht-Portaleingriffe kommen weiterhin vor. Also wenn dann, keine Ahnung, die Super-Soldaten sich abseilen. Die Portale öffnen, können sich wahrscheinlich öffnen, es kommt nichts mehr durch, oder? Ja, denke ich mal. So, kann ich jetzt so Exo-Beinschienen machen? Ja. Sonst ergibt es ja gar keinen Sinn, ne? Okay, gibt deutlich weniger Rüstung. Schneller, stärker, besser. Dadurch bin ich auch schneller, stärker, besser, ne? Bürozeug, Elektrozeug. Ja, dann gehen wir jetzt die Sprengladung ran, nudeln. Oder was? Ja, aber heute Nacht kommt doch irgendwie ein Angriff, oder nicht? Ja, Portalangriff, aber kommt doch nicht, weil wir hier unterdrücken. Sicher, dass dann auch die anderen nicht kommen? Ich glaube schon, oder? Wir können auch warten. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe sehr stark davon aus. Weil sie hat gesagt, es liegt was in der Luft heute Nacht. Ich rieche einen Furz. Jemand hat in die Luft gekackt. Ich kann es riechen. Jemand hat richtig in die Luft gekackt. I perceive a distinct lack of snacks. Sehr streng nach Kacka in der Luft. War schon wieder Snackmangel. Gibt's hier drüben noch irgendwie schnell ein Tier zu erlegen zum Braten? Weiß mein Bruder nicht. Hat letztens so einen fahren lassen, dass er aus dem Fenster raus ist und dann im Nebenzimmer durchs Schlafzimmerfenster wieder rein, dass seine Freundin aus dem Schlafzimmer kam und gefragt hat, ob jemand in den Flur geschissen hat. Ja. Da waren wahrscheinlich sehr viele Menschen sehr stolz drauf, ne? Ja, wir haben gelacht. Also, viele Menschen hatten ihre Freude daran, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen plump, ja, okay, aber auch schämen tue ich mich dafür trotzdem nicht. Ich hab jetzt eine neue Fähigkeit, die heißt photosynthetische Synergie. Wenn du dich in einem Umkreis von 15 Metern von Gartenpflanzen aufhältst, wachsen sie 10% schneller und verbrauchen auch 10% schneller Wasser. Hm. Nicht stapelbar mit mehreren Spielern. Ja, ich bin da voll der Bionicle Man, ne? Bionic Six. Ich bin halb Mann, aber auch halb bionisch.
Kämpfen für Gerechtigkeit. Sollen wir pennen und dann gucken, ob es schneller vorbeigeht? Ja. Warte, ich komme auch. Moment, ja, dann geht die Zeit schneller. Ist vorbei. Oder? Ja, bei mir steht nur einmal Zeit. Ja, aber ist auch wieder alles normal. Ja, okay. Dann los. Einmal Joghurt normal. Oh, da hinten ist aber ein Joghurtroboter. Warte, ich muss noch mein Schleckfass muss ich noch ein bisschen aufschlecken. Nichts zu essen. Mir fehlt immer Essen. Das guck mal, wenn wir noch einen Snackautomaten vorbeikommen. Ja, ist auf dem Weg. Ist auf dem Weg. Ignorier den. Aber ignorieren. Weiß nicht, ob das so leicht ist. Ich bin dran vorbei. Ja. Aber ich bin auch bionisch, ne? Muss man dazu sagen. Ja, ich nicht. Und mich hat er geschlagen. Ich bin kein normaler Mensch mehr. Ich bin bionisch. Bin ich jetzt arg viel schneller als du? Ja, schon. Hui! Bionisch! Hier gibt's Snacks. So. Snacks, Baby, Snacks. Der Mann ist doch bionisch. So, ich geh mal auch nochmal snacken. Ausverkauft. Ach, K Industries. Jetzt ist der komplett leer. Wir haben die ganzen Automaten leer geschoppelt. Vielleicht kommt ja heute Nacht einer, der ihn wieder auffüllt. Du meinst irgendwie... Kämpfen für Gerechtigkeit. Den Snackmonger. Snackmonger. Hey, mein Name ist Snackmonger, ey. Aber eigentlich ist hier die Folge auch schon wieder rumba. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ja, unten rum. Wollen doch zum... Hast du doch... Ja, gut. Gut, Leute. Ja, machen wir beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal gibt's ein bisschen Gu. Guck mal, hier gibt's Büroartikel. Und da sind sie, die ganzen Locher. Obwohl das ja eigentlich eher ein Tacker ist und kein Locher, ne? Wenn man's genau nimmt. Sieht mir eher nach einem Tacker aus. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten tackerreichen Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Tschö! Trucker!